Ganz herzlichen Dank, Herr Schieringer, für die freundliche Einführung und schon mal neben den Boden bereitet zu haben für das, was da so großartig an der Wand hängt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, diejenigen, die es aufgehängt haben oder die das auch ja, überhaupt hierher geschafft haben, die sollten eigentlich einen Vortrag halten, weil da steht schon alles. Trotzdem, ich will jetzt meine Überlegungen Ihnen vorlegen, liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren. Ich will versuchen, diese Triade oder diese Triade, die da mehrmals so angedeutet ist, etwas, ich bin es nicht, mal ausmachen. In eine Beziehung zu setzen, und zwar auch in eine Beziehung, die jetzt also das Ganze nicht einrundet, das ist vielleicht die Arbeit des Papstes gewesen, sondern zunächst einmal auch die Konflikte darzustellen, die ja da eher gerundet deutlich geworden sind, sondern es sind eher Gegensätze, dass diejenigen, die auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit setzen, als Staatsziel Nummer 1 die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Auseinandersetzung, dass das andere Gruppen in der Gesellschaft sind, einschließlich der Regierung, bestimmter Teile der Regierung, oder diejenigen, die sich stark für den Umweltschutz einsetzen, auch vielleicht zu Lasten wirtschaftlichen Wachstums und der technischen Entwicklung, und derer, die auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt drängen, weil das Wichtigste erscheint, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, in der Menschen sich wechselseitig zunächst einmal anerkennen als Menschen und alles andere kennen wir dann später, sowohl die wirtschaftliche Leistung als auch die Frage, wie wir auf dieser Erde, dem blauen Planeten, diese gesellschaftlichen Optionen, diese gesellschaftlichen Wünsche und Erwartungen umsetzen können. Und wenn ich zunächst einmal ausgehe von diesen Konfliktbeziehungen, dann die Frage, wie löst denn Papst Franziskus es, diese strengen Pfeile, die sich ausschließen, in einem runden Kreis, ich habe das auch mal überlegt, ob der Papst es tatsächlich schafft, diese Gegensätze einzukreisen in eine Versöhnung, in einen wechselseitigen Bezug. Laudato Si ist die zweite Überraschung dieses Papstes. Die erste Überraschung bestand darin, dass er im apostolischen Schreiben im Jahre 2013 einen Kirchentraum niedergeschrieben hat, dass er sich eine Kirche vorstellt mit geöffneten Türen. Eine Kirche, die sich nicht einschließt und an der eigenen Luft erstickt, sondern die hinausgeht. Wie auch die Botschaft Jesu gegenüber den Jüngern und gegenüber dem Volk immer hieß, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium. Und der Papst sagt, geht bis an die Ränder, geht auf die Straßen. Und selbst wenn ihr euch die Schuhe und die Strümpfe und auch bis zu den Knien von Schlamm bedeckt nach Hause zurückkehrt, mir ist eine solche Kirche lieber als eine Kirche, die gleichsam nur mit geschlossenen Fenstern, geschlossenen Türen, sich wechselseitig bestätigt und nur um sich selbst kreist. Das war die erste Botschaft, das apostolische Schreiben. Und nun jetzt die zweite Überraschung, dieses Rundschreiben Laudato Si. Was ist da so überraschend dran? Einmal, dass er der erste Papst ist, der sich ganz ausdrücklich in einem sozialen, in einem Rundschreiben, muss ich jetzt sagen, der Umweltfrage widmet. Dann, dass dieses Rundschreiben beginnt mit einem Lied. Der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi ist da in der Mitte, auch auf schwarzem Hintergrund, ausgeschrieben. Und dass dieses Rundschreiben endet mit einem Gebet. Einem Gebet, dass die Christen mit der Schöpfung oder mit allen Lebewesen auf diesem Planeten beten und für diesen Planeten und für die Schöpfung beten. Das ist das eine. Das zweite, dass dieses Rundschreiben eine ganz persönliche Handschrift, das hat das erste auch getan, aber nicht so stark, eine ganz persönliche Handschrift verrät,
Franziskus schreibt in der Ich-Form. Das ist auch ganz ungewöhnlich. Meistens haben die Päpste immer von wir großgeschrieben gesprochen, um sich gleichsam so als hoheitliche Größe über aller Welt und über allen Katholiken herausgestellt. Dann, dass er alle Menschen guten Willens anspricht. Nicht nur die Bischöfe, nicht nur die Katholiken, nicht nur die Christen, sondern eben alle Menschen, die sich um diesen Planeten, den blauen Planeten, sorgen. Und schließlich, es ist eine Sprache, und das merkt man an der ungeheuren Resonanz, die dieses Rundschreiben auch bei Nicht-Katholiken, bei Nicht-Wirtschaftsjournalisten in Deutschland oder bei ja vielleicht noch außerhalb der Kirche eine größere Resonanz gefunden hat als im katholischen Umfeld. Da gibt es natürlich die alten Sozialverbände, beispielsweise die KB. In manchen Gegenden ist die so auf die Arbeitswelt, so auf die Erwerbstätigkeit fixiert, könnte man fast sagen, dass für sie das Rundschreiben auf Dossier eben eine Nebenarena ist. Das kann man den Frauen überlassen, das kann man irgendwie den Öko-Freaks überlassen. Aber wir kümmern uns in erster Linie um die Arbeitswelt, um die Erhaltung der Arbeitsplätze, genau wie die Gewerkschaften das gerne machen. Und das andere überlassen wir eben ja, anderen. Und deshalb ist das eigentlich so überraschend, dass die Ökobewegung, der BUND, dass viele Menschen außerhalb des katholischen Milieus von dieser Enzyklika so fasziniert sind. Und ich finde es auch, es ist ganz ungewöhnlich, dass so viele Menschen von hier aus, Olching oder nebenan, hierher gekommen sind, um sich diesem Thema in besonderer Weise zu widmen. So, deshalb will ich jetzt in fünf Schritten, sind es fünf Schritte, versuchen, das Umweltrundschreiben zu verdeutlichen und auch einige Defizite oder einige offen gebliebene Nischen erläutern. Zunächst einmal, was den Papst bedrängt, der Zerfall unseres gemeinsamen Hauses, in dem wir alle leben, das, was die Lebensgrundlage für uns ist. Er stellt eigentlich fest, dass möglicherweise gegenwärtige Generationen, das sind wir, zu den verantwortungslosesten Gruppen, die es jemals auf der Erde gegeben hat, gehören. Also die gegenwärtige Menschheit ist in einem extremen Ausmaß verantwortungslos gegenüber der Umwelt. Das ist seine These, die er zunächst einmal sehr stark ausbreitet. Die Luftverschmutzung. Wie viele Menschen werden krank in unseren Städten, werden krank von verschiedenen Krankheiten, Kinder sogar, bekommen Allergien, die letztlich zusammenhängen mit dem Gift, das in der Luft in unserer Umwelt vorhanden ist. Auch was die Nahrungsketten angeht. Wie viel Gift und wie viel unverträgliche Stoffe sind in der Nahrungskette verborgen. Die Art und Weise, wie die Tierhaltung praktiziert wird in vielen Bereichen mit vielen Tieren. Wo ist da noch die Ehrfurcht, das ist die Frage, wo ist da noch die Ehrfurcht vor den Lebewesen, die ja gleich uns Lebewesen sind? Luftverschmutzung. Dann die Wasserqualität. Welch ein Unfug ist es, dass aus den Alpen oder noch aus Italien Wasser mit Flaschen gefüllt in Hamburg oder sonst wo noch auf irgendwelchen Dörfern hier in Bayern verkauft werden muss. Oder dass es angeboten wird als besonders tolles Wasser, wobei klar ist, dass das Wasser, das durch die Wasserwerke aus den Leitungen herauskommt, oft eine höhere Qualität hat, als das Wasser, das eben halt gekauft werden muss. In Kisten, dann heißt es auch noch so, bei zwei Kisten sparen Sie eine. Was ist das für eine Wirtschaft, könnte man sagen. Und was ist damit gewonnen für die Wasserqualität oder die Bodenqualität?
wie verseucht sind manche Böden durch die Art und Weise, wie jedenfalls die Landwirtschaft, das Agrobusiness, nicht die Biobauern, sondern das Agrobusiness mit dem Boden umgeht. Dann versucht er zu zeigen, welche kostbaren Ressourcen nicht nur in Deutschland, sondern aus aller Welt besorgt werden, damit die Industrieländer ihren Lebensstandard aufrechterhalten können. Welche Verschwendung kostbarer Ressourcen, dass ein Drittel aller Nahrungsmittel auf den Müllhalden enden. Was ist das für ein Lebensstil? Oder wie er meint, das ist die Wegwerfgesellschaft, die sich um nichts kümmert, was irgendwie mit der Bewahrung der Schöpfung, mit der Bewahrung der natürlichen Umwelt zusammenhängt. Die biologische Vielfalt, die zerstört wird. Die transnationalen Konzerne, das ist eben da sehr schön dargestellt worden in einem Bild aus Lateinamerika. Stimmt das? Es steht auch da, ne? Dass also transnationale Konzerne in das Amazonasbecken, in das Kongobecken oder in den tropischen Regenwald eindringen, die Bewaldung und die Wälder platt machen oder Flüsse umlenken, um Staudämme zu bauen, um eine zentrale Energieversorgung für ein Land herzustellen oder um da entsprechende Plantagen aufzubauen, nachdem sie also die Bauern dort, die einheimischen Bauern, vertrieben haben in andere Gegenden hinein. Monokulturen statt einer Artenvielfalt, die eben halt von den Kleinbauern gepflegt wird. Die Megastädte in der dritten Welt, aber auch in unseren Gegenden, die Ballung beispielsweise auf die Großstädte München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg. Was ist das für eine Wirtschaft, die Menschen zusammentreibt in die großen Städte, auf der anderen Seite die ländlichen Räume entleert werden und ein Riesentransport jeden Tag von Pendlern und Pendlerinnen in Gang gesetzt werden muss, was auch ökologische Schäden hat, was vor allem viel Zeit kostet und viel Nerven. Was ist das für ein Umgang mit dem kostbaren Gut, das wir haben, nämlich dem Planeten, dem blauen Planeten, auf dem wir leben? Städte, die ersticken im Smog, im Lärm, im Autoverkehr. Stuttgart ringt im Augenblick darum, wird immer wieder durch Gerichte auch nochmal bestätigt, es muss ein Fahrverbot geben, damit die Menschen gesund leben können in solchen Städten. Klimaveränderung, Erderwärmung, unkontrollierter CO2-Ausstoß und meteorologische Ereignisse, die uns alle irgendwie verwundern, dass auf einmal irgendwo, das in den USA ist, so gehäuft, wie es vorkommt, oder auch in unseren Breiten plötzlich gewaltige, das ist Starkregenfälle, plötzlich ganze Regionen unter Wasser stellen und dann also Flüsse anschwellen lassen, wo man das gar nie erwartet hat vorher. Also, das ist erstmal die Darstellung der Situation. Und natürlich nicht so, wie das neutrale Wissenschaftler machen, mit Erklärungen und entsprechenden Belegen, sondern in einem Engagement, wo man spürt, also er ist erbittert, er ist zornig, er hat die Hand geballt in der Tasche. Verzeiht, ich weiß nicht, wo er eine Tasche hat, aber in seinem Hemd oder in seinem Kittel. Eben wurde schon gesagt, Herr Schnellinger, Sie haben es schon gedacht, es ist ein Umweltrundschreiben. Aber es ist nicht nur ein Umweltschreiben, sondern man muss sagen, es ist ein ökosoziales Rundschreiben. Der Papst sieht einen engen Zusammenhang zwischen den sozialen Verwerfungen, den Rissen, die in den Gesellschaften innerhalb der Industrieländer, innerhalb der Entwicklungsländer, aber auch nochmal zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern aufgerissen worden sind. In der evangelischen Denkschrift heißt es einmal, unsere Welt ist geprägt durch einen Riss wie in einer hohen Mauer, die anfängt zu zerbröseln. Das ist die Situation.
Die Mauer, die uns eigentlich schützen könnte, wird durch diese Risse in unserer Gesellschaft selbst nochmal aufgelöst. Und der Zusammenhalt oder der Zusammenhang zwischen der ökologischen Krise und der sozialen Krise liegt darin, wie der Papst sagt, dass die Armen in der Welt, die am meisten von dieser sozialen Risse betroffen sind, dass sie am meisten auch unter der Umweltkrise leiden. Weil der Meeresspiegel, der steigt, trifft zuerst gerade die Länder und die Ränder von Kontinenten oder auch von Ländern, in denen überwiegend die Armen leben und wohnen. Sodass also, wenn diese Klimaerwärmung und die Erhöhung des Meeresspiegels ansteigt, sie am ersten von diesen Tsunamis oder von diesen starken Stürmen getroffen sind. Das haben wir ja schon mehrmals erlebt. Das ist das eine. Das andere, dass der Lebensstil und der Konsumstil der Industrieländer dafür verantwortlich ist, dass die Armen am meisten eben halt auch von den sozialen Verwerfungen betroffen sind. Der Lebensstil der Reichen erzeugt die Armut der Armen, lässt zu wenig übrig für die Armen in der Welt. Also von daher der Zusammenhang, sodass also die soziale Krise und die ökologische Krise nur zwei Seiten einer Münze sind. Die Armen können sich gegen Dürreperioden, können sich gegen Überflutungen, Überschwemmungen und Wasserknappheiten nicht wehren. Und die Reichen tragen selbst noch dazu bei, dass eben halt solche Dürreperioden nicht durch entsprechende Anbauten oder jedenfalls durch entsprechende Hilfen, technische oder ernährungswissenschaftliche Art, behoben werden können. Das ist zunächst einmal die Darstellung der Situation und auch eigentlich ein analytischer Zusammenhang, der nicht ohne weiteres so offensichtlich, jedenfalls in der öffentlichen Meinung der Medien, zur Sprache kommt, der Zusammenhang zwischen der sozialen Krise und der ökologischen Krise. Nun fragt der Papst nach den tieferen Ursachen. Das wäre der dritte Schritt. Er hat drei Schlagworte, würde ich mal sagen. Ein Schlagwort ist die Technokratie oder, wie er sagt, das technokratische Paradigma. Da zuckt man erstmal zusammen, ja, es wird schon sowas sein. Was ist das eigentlich? Das ist das eine. Das zweite ist der Anthropozentrismus. Das heißt, das Selbstbild des modernen Menschen oder der modernen Gesellschaft, wie sie das Verhältnis der Menschen zu den nichtmenschlichen Lebewesen und zur nicht- oder leblosen Natur deutet. Und das dritte sind die Machtverhältnisse, die extrem ungleich sind. Das sind so die Schlagworte, die würde ich jetzt einfach mal als plakative Formulierungen bringen. Was meint er mit der sogenannten Technokratie oder dem technokratischen Paradigma? Er sieht, dass die wirtschaftlichen und politischen Eliten der Meinung sind, dass allein mit technischen Mitteln sowohl die Umweltfrage als auch die soziale Frage gelöst werden könnte. Also ein Glaube an die Technik. Und wenn man überlegt, wie sind denn bestimmte Techniken in die Welt gekommen? Die fallen ja nicht vom Himmel. Und diese Techniken werden auch nicht dadurch menschlich, dass man am Ende versucht, die negativen Folgen solcher Techniken, die eingeführt wurden oder angeblich plötzlich da sind und auch dann verhindert werden, was technisch möglich ist, muss auch praktiziert und muss auch verbreitet werden. Sondern, dass am Anfang irgendwelche Interessengruppen stehen, die der Meinung sind, diese Technik müssen wir einführen zu unserem eigenen Nutzen und nicht zum Nutzen der Menschen. Das ist, sagt er, das sind die wirtschaftlichen und sozialen, die wirtschaftlichen und politischen Eliten, die die Technik
die sie entwickeln oder die entwickelt werden von irgendwelchen Ingenieuren, ergreifen, sich aneignen und dann zum eigenen Nutzen verbreiten. Beispielsweise das Privatauto ist eine fantastische Entdeckung, eine fantastische Technik. Nur irgendwann zerstört das Privatauto, das jedem Einzelnen zukommt, das er braucht, das er benutzt, die natürliche Umwelt und auch den sozialen Zusammenhalt. Oder manche technischen Entwicklungen, oder ja, dass man jetzt, nachdem man Benzin und Diesel als gefährlich ansieht, sowohl für die Menschen als auch für die natürliche Umwelt, für den sozialen Zusammenhalt, für die Existenz der Städte oder das Wachstum der Städte, dann kommt man auf die Idee, ja, es könnte ja auch mit Elektrik, mit Elektronik gehen. Warum hat man das nicht am Anfang gleich gesehen? Vielleicht wusste man das nicht. Oder es gibt gewisse Interessen, die Technik wird jetzt gewendet. Oder die Kernkrafttechnik. Jetzt stellt man fest, man hätte diese Technik gar nicht entwickeln dürfen, weil man nicht weiß, die Endfolgen, also die Endlagerung, die ja tausende Jahre, vielleicht noch mehrere tausende Jahre in Anspruch nimmt. Und solche Technik hätte man gar nicht entwickeln dürfen und weiterentwickeln dürfen. Aber erstmal wird es gemacht. Warum? Eine bestimmte Gruppe hat Interesse an der Atomtechnik. Also, Franz Josef Strauß war ja auch ein großer Befürworter zunächst einmal der zivilen Kerntechnik, weil man am Ende dann vielleicht auch damit also militärische Instrumente schaffen kann. Aber vielleicht sind es oft falsche Wege, nur zeigt sich, dass bestimmte Techniken sich im Nachhinein oder, wenn man vielleicht frühzeitig überlegt hätte, als für den Menschen gar nicht geeignet erweisen. Aber, das ist der Vorwurf, den der Papst macht, wirtschaftliche und politische Eliten haben ein Interesse an einer bestimmten Technik, beispielsweise jetzt die Digitalisierung. Kein Mensch weiß, was Digitalisierung ist. Es ist die große vierte industrielle Revolution. Eine vierte industrielle Revolution gibt es gar nicht, weil die dritte, nämlich menschliches Denken auszulagern in Maschinen, in Automaten, schon das höchste der Gefühle ist. Darüber hinaus gibt es gar nichts mehr. Nun sagt man, wir vernetzen alles. Aber es wird eh schon vernetzt. Digitalisierung ist ein Marketingartikel, der von der Industrie oder von bestimmten Unternehmen gleichsam propagiert wird und in die ganze Welt oder zunächst mal auch in das ganze Land gestreut wird. Welche Folgen das hat? Natürlich, die Produktivität wird erhöht, aber Produktivitätserhöhung heißt entweder, dass ich auch mehr Wachstum brauche, denn wozu soll ich dann die Produktivität erhöhen? Oder ich erhöhe sie, damit mehr Menschen mehr Zeit haben oder ihre Arbeitszeit, ihre Erwerbsarbeitszeit verkürzen können. Nein, der Sinn der Digitalisierung ist, dass die Profite erhöht werden. Weil diejenigen, die Macht haben, gleichsam diese Digitalisierung auch durchsetzen wollen, im eigenen Interesse. Das ist der Vorwurf, den der Papst macht, dass ein großer Teil der technischen Entwicklung im Interesse der Kapitaleigner oder der, sagt er, wirtschaftlich und politisch Mächtigen erfolgt. Und dass alle anderen das mitmachen müssen. Es ist nicht immer, dass Technik oder dass die Macht der Technik immer im Sinn aller Menschen oder zum Wohl aller Menschen gefördert und eingesetzt wird. Das ist das sogenannte technokratische Paradigma. Das ist etwas gefühltes Wort. Es kommt wahrscheinlich auch von Guardini her, den der Papst sehr geschätzt hat, eine Zeit lang. Aber wie gesagt, er meint, dass diese Vorstellung, man könnte allein durch Technik, Wirtschaftswachstum und alle Fragen, die sich in der Welt aufdrängen, lösen, dass das ein Traum ist, der jetzt dabei ist, zu platzen. Zweite tiefe Ursache, das, was er Anthropozentrismus nennt. Auch ein komisches, ein bisschen verqueres Wort. Er meint, dass der moderne Mensch einen Gegensatz geschaffen hat zwischen sich oder die Menschen in der Moderne, zwischen sich und
den nichtmenschlichen Lebewesen und der leblosen Natur. Das sind Instrumente, die wir als Menschen ausschließlich zu unserem eigenen Nutzen gebrauchen können, ausnutzen können, ausbeuten können. Die haben keinen Wert in sich, sondern nur, dass sie unseren Lebensstandard steigern, unseren Wohlstand steigern und uns Gutes tun, angeblich Gutes tun. Also diese Trennung zwischen der Menschheit und dem, was nicht menschlich ist, das ist nicht die Ursünde, aber das ist, entspricht dem Selbstbild des modernen Menschen, der modernen Menschheit. Und das zerstört die Umwelt, das zerstört gleichsam alles, was nicht menschlich ist. Die Tiere, die Pflanzen und eben halt die Schönheit der Berge hier, die wir in den Alpen bewundern können oder überall da, wo die Landschaft eben halt noch eine ursprüngliche Schönheit bewahrt hat. Und da haben die Christen natürlich auch einen Anteil. Das sagt der Papst noch nicht so verschämt. Aber wenn es im ersten Schöpfungsbericht heißt, nach der Bibel im ersten Schöpfungsbericht heißt, macht euch die Erde untertan, beherrscht sie, die Tiere, die Pflanzen, alles das ist euch zum Nutzen gegeben, dann haben die Christen möglicherweise auch einen Anteil an dieser Art und Weise, den Menschen herauszuheben, durch seinen Geist, durch seine Liebesfähigkeit und durch sein emotionales Empfinden gegenüber all dem, was Tiere sind, Pflanzen sind oder einfach Natur ist. Und das ist, ein Irrtum. Das ist ein völliges falsches Verständnis, dass nämlich der Mensch ja vielleicht der Hüter eines gemeinsamen Hauses ist. Er ist auch Hausbewohner dieses gemeinsamen Hauses des Planeten. Mit den Tieren, mit den Pflanzen und mit all dem, was ihn umgibt. Auch sein Körper. Also, der Mensch steht nicht draußen, sondern er gehört dazu. Und das ist also eine neue Sicht, die der Papst sich wünscht, dass wir uns als Einheit verstehen in dem großen Zusammenhang an Lebens auf der Erde. Und das Dritte, dass der Papst sagt, wie kommt denn das, dass dieser Technikwahn oder die Erwartung, dass durch Technik alles gelöst werden könnte auf der Erde, auch die Partnerschaften unter uns Menschen. Und dieser Wahn, dass der Mensch oder dass die Menschen eben etwas Besonderes sind in diesem Lebenszusammenhang all derer, die etwas empfinden, die Schmerzen empfinden können, die fühlen können und die auch eben halt uns bewusst machen, wie schön all das ist, was uns umgibt. Und da versucht er die Machtfrage zu stellen. Das finde ich einfach außergewöhnlich. Das haben die bisherigen Päpste so in dieser Deutlichkeit nicht gemacht. Vor allem Benedikt konnte diese Frage nie stellen und hat sie auch nie gestellt. Franziskus stellt sie ausdrücklich. Wer ist daran schuld? An diesem Anthropozentrismus und wer ist schuld an dieser Technokratie? Und da hat er eine Gruppe ausgeguckt, die er mit dem Schlagwort bezeichnet, Konsumismus. Das ist natürlich ein Wort, das sowohl die früheren Päpste auch immer gern gebraucht haben, Johannes Paul II., auch Benedikt natürlich und vorher Paul VI., dieser Drang, möglichst viel zu konsumieren, möglichst viel anzuschaffen, was die Kleidung angeht, was die Nahrung angeht, was die Mobilität angeht, was die Fernreisen angeht. Konsumismus. Da kann man sich natürlich fragen, hat der Papst denn eigentlich die richtigen Ursachen im Blick? Sind es denn die Verbraucherinnen und Verbraucher, vor allem die Verbraucherinnen, die für den Konsum in erster Linie zuständig sind, wenn sie mal das Geld derer in der Hand haben, die also in der Erwerbsarbeit, nämlich die Männer, das Geld herangeschafft haben? Ja, wer sind denn diejenigen, die einkaufen? Die also konsumieren.
Also das kann es nicht sein. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Papst schnell merkt, in welche Falle er da tappt. Und deshalb fragt er, die Konsumenten sind die Nachfragenden. Und sind die Nachfragenden diejenigen, die den gesamten Wirtschaftsprozess in Gang setzen? Dass die Unternehmen nur horchen, was wollen denn die Leute nachfragen und das produzieren? Oder ist es nicht eher umgekehrt, dass durch die Geldschöpfung der Banken, durch die Kreditvergabe an die Unternehmen, der Produktionsprozess überhaupt in Gang kommt? Dass Löhne gezahlt werden können? Und da müssen natürlich die Einkommen, die durch die Löhne dann in die Haushalte fließen, die müssen dann natürlich das kaufen, was produziert wurde. Das heißt, die Produzenten sind die Ursache des Konsumismus. Weil was produziert wird, muss auch konsumiert werden. Sonst bricht auch die Produktion zusammen. Weil das ja ein Wechselverhältnis ist. Und da meint er auch genau das. Es sind die, das ist Agrobusiness, das gleichsam etwas auf den Markt bringt, was die Leute, womit die Leute sich dann auch ernähren müssen. Was denn sonst? Es erwähnt, man hat sein Gärtchen in der Stadt oben auf dem Dach und pflanzt Tomaten an und dergleichen mehr. Und isst nur davon. Aber das ist ja, das sind ja eher Exoten. Also Agrobusiness, Wirtschaftseliten, Handelsketten. Die gleichsam oder Industriekonzerne und in der Finanzsphäre, da entsteht ja der wirtschaftliche Kreislauf durch die Geldschöpfungsmacht des Bankensystems. Die Kredite sind das Erste, was eine moderne Wirtschaft in Gang setzt. Und dann läuft der Produktionsprozess, dann entstehen die Einkommen und dann können auch die Menschen konsumieren. Das sagt er so nicht in dieser ursächlichen Reihenfolge. Aber man kann das herauslesen, dass er auf der einen Seite Konsumismus sagt und auf der anderen Seite, das sind die wirtschaftlichen und politischen Eliten, die gleichsam, die Politiker, die ja gleichsam vor den Karren der Wirtschaft gesetzt werden, um die Wirtschaft in Gang zu setzen. Das heißt, die Politiker sind auch in Geiselhaft der wirtschaftlichen Eliten, die dann das Ganze in Gang setzen. Er sagt sogar, dass die Staaten ohnmächtig sind, diesen Druck der Produktionsverhältnisse oder dem Druck der Produzenten sich zu widersetzen. So, das ist jetzt mal die Beschreibung und die Diagnose, die Analyse des Papstes. Ich habe es natürlich jetzt etwas ein bisschen vielleicht verkürzt oder ein bisschen zugespitzt, aber ich vermute, dass das auch da ablesbar ist an der Wand. So, nun kann man natürlich sehen, dass auf der einen Seite wirtschaftliche Interessen eine große Rolle spielen, also die Kapitaleigner oder die Unternehmer oder die Unternehmen oder die sogenannte Wirtschaft, die eben halt dafür sorgt, dass der Wohlstand der Bevölkerung auch erhöht wird. Im eigenen Interesse, weil eben die Profite dadurch steigen. Denn der Wohlstand der Bevölkerung ist eins, die Einkommen der abhängigen Beschäftigten ist ein anderes und das, was die Kapitaleigner, was die Unternehmensleitung als einziges eigentlich interessiert, die Erhöhung der Gewinne, das heißt, das Geldvermögen muss gesteigert werden. Das ist das Ziel eines modernen Unternehmens, vor allen Dingen eines Unternehmens, das börsennotiert ist, das eben unter dem Druck der Finanzmärkte steht. Das ist eine Dreieck, das steht, glaube ich, ganz oben da. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das schafft Wohlstand. Und dann das andere ist, ob diese Wirtschaft, dieses Wirtschaftswachstum am Ende nicht gekauft wird durch Zerstörung der Umwelt. Das ist das, was vor links da steht. Und dann gibt es nochmal etwas anderes, ob nicht die Zerstörung der Umwelt am Ende auch Auswirkungen hat auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dass auch die Steigerung des Wohlstands ja nicht für alle Wohlstand bringt, sondern eine Gruppe, eine Minderheit in der Bevölkerung erhöht das Einkommen, erhöht das Vermögen und ein großer Teil der Bevölkerung sackt auch ab in Armut. Also
Es ist ein Dreieck und die Frage ist, bleibt es bei diesen Gegensätzen? Wirtschaftswachstum zerstört Umwelt, die Sorge für die Umwelt geht möglicherweise zulasten des gesellschaftlichen Zusammenhalts und auch das Wirtschaftswachstum zerstört eigentlich die gesellschaftliche Einheit, spaltet die Gesellschaft. Sodass also die einen sagen, wir müssen die Arbeitsplätze sichern, wir müssen die Erwerbstätigkeit erhalten, die Kohle muss weiter gefördert werden, der Diesel muss weiter als Brückenfunktion bleiben, die Atomkraft muss weiterhin als Brückenfunktion bleiben. Also die Wirtschaft darf nicht angetastet bleiben oder nur ganz behutsam. Und die anderen sagen, das Wichtigste ist, dass die Erde, dass der Planet erhalten bleibt. Und die anderen sagen dann, es geht darum, dass unsere Gewinne nicht sinken, dass unsere Kapitalrendite erhalten bleibt. Also Gegensätze. Und lässt sich das irgendwie einkreisen? Denn es ist ja so, dass je mehr ich auf Wirtschaftswachstum setze, umso mehr den Umweltschutz infrage stellen und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wenn beides im unteren Bereich, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Umwelt, infrage gestellt wird, wird am Ende auch das Wirtschaftswachstum zerstört. Das heißt, je mehr ich auf Wirtschaftswachstum setze, umso mehr wird das fragwürdig. Und das gilt für alle anderen Dreiecks, für die anderen Ecken dieses Dreiecks auch. Je mehr ich auf, sagen wir mal, Erhaltung der Arbeitsplätze setze, umso mehr gefährlich die Umwelt, umso mehr gefährlich möglicherweise auch das Wirtschaftswachstum. Und dann gefährlich natürlich auch die Erhaltung der Arbeitsplätze. So ist das, wer ein Ziel überdurchschnittlich verfolgt, gefährdet die beiden anderen Ziele und am Ende auch das Ziel, was er anstrebt. Das ist das magische, sogenannte magische Dreieck. Gelingt es dem Papst, das einzukreisen? Der Papst sitzt erstmal ganz eindeutig auf den Respekt vor der natürlichen Umwelt. Das scheint für ihn das im Augenblick erstmal vorrangige Ziel zu sein. Und er ist auch nicht so pessimistisch, wie er am Anfang das darstellt. Er sieht, dass ja auch die staatlichen Vertreter sich international auf Konferenzen, auch jetzt dieses Rundschreiben ist ja unmittelbar vor der Pariser Klimakonferenz geschrieben, dass da die internationale Gemeinschaft dabei ist, diese Gefährdung der Umwelt ernst zu nehmen und entsprechende verbindliche Absprachen zu machen. Das ist also das Erste, was er da positiv sieht. Da ist was in Gang, was gleichsam diese katastrophale Situation der Menschheit, der Umwelt und auch des sozialen Zusammenhalts verändert. Und das Zweite ist ein ethischer Grundsatz. Die früheren Sozialerzügigen haben das Eigentumsrecht, das private Eigentumsrecht als ein Naturrecht, also als ganz Heiliges betrachtet. Und die liberale Wirtschaftsordnung, auch das Grundgesetz, hat ja sehr viele Positionen, die dieses liberale Erbe noch einmal bestätigen. Es heißt zwar Eigentum verpflichtet, aber das ist natürlich eine völlig nichtssagende Formel. Wen verpflichtet es, wozu verpflichtet es und wie stark ist die Verpflichtung? Das ist alles offen. Und hier ist nun ein Wechsel in der katholischen Soziallehre seit dem Konzil eingetreten, dass man sich besinnt auf die Lehre der Kirchenväter. Die sagten, die Güter der Erde sind für alle da. Und jeder Mensch hat das Recht, auf dieser Erde das zu finden, was er zum Leben braucht. Das heißt, er muss sich, wenn er in Not ist, auch das besorgen können, was verfügbar ist an Gütern der Erde. Und da gilt das Privateigentumsrecht als nachrangiges Recht, so hat Paul VI. Das genannt. Das ist kein unantastbares Recht. Was bedeutet das? Der Papst, der Franziskus, überträgt jetzt diesen Grundsatz, dass die Güter der Erde für alle da sind, auf die Umweltgüter, also auf die, auf
Beispielsweise den Boden, das Wasser, die Ozeane, die Wälder, die Wiesen und auf das, was an Ressourcen in der Erde ruht, Öl, Gas, Kohle und sonstige seltene Erden. Es kann kein Land und es kann keine einzelne Firma das für sich beanspruchen und das dann verkaufen, sondern das sind Gemeingüter der gesamten Menschheit. Er hat diese Beispiele genannt, eben halt die Ozeane, das Wasser, der Boden, die Wälder, das Klima, die Atmosphäre, das sind Gemeingüter der Menschheit. Und die unterliegen keinem Privateigentumsrecht. Deshalb polemisiert also diese Regierung, ja, streitet ja auch sehr heftig gegen dieses Gewinnziel eines einzelnen Unternehmens, gegen dieses Privat, wie er meint, das Privatmodell, das private Eigentumsmodell, das zerstört die Umwelt und zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also von daher den hohen Wert der Gemeingüter. Und wenn man das mal auf die Städte jetzt, auf die großen Städte überträgt, wem gehört eigentlich der Boden in der Stadt? Ist das Privateigentum? Kann das Privateigentum sein, der begrenzte Boden? Oder muss das nicht Eigentum, kommunales Eigentum werden? Und dann kann die Stadt auch verfügen über diesen Boden, über die Nutzung des Bodens, über die Art und Weise, wie er bebaut wird und auch über die Art und Weise, welche Mieten dann am Ende für die Wohnungen, die gebaut werden, in Anspruch genommen werden können. Also das ist eine, finde ich, eine revolutionäre These, die der Papst da mit dem Anspruch, dass die Umweltgüter Gemeingut der Menschheit sind. Dann geht es aber darum, dass er nicht den Staaten in erster Linie diese revolutionäre Umkehr zutraut, sondern den sozialen Bewegungen, den Bewegungen, den ökologischen Bewegungen, auf lokaler und regionaler Ebene, den Netzwerken, die da erfolgreich sich für die Umwelt einsetzen und auch dazu die Veränderungen erzeugen. Aber in erster Linie ist er der Meinung, die Menschen müssen, jeder Mensch, Mann oder Frau, Kind oder Ältere, sie müssen persönlich umkehren. Und das, finde ich, ist ein besonderer, ja, so ein besonderes Merkmal auch der Rundschreiben dieses Papstes und vieler Erklärungen, dass er nichts von strukturellen Veränderungen allein hält. Er meint, strukturelle Reformen allein, ohne menschliche oder die Umkehr der einzelnen Menschen, nützen gar nichts, laufen sich tot, verkosten. Also, es muss gleichzeitig mit den strukturellen Reformen auf internationaler Ebene, in sozialen Bewegungen, muss es diese innere Umkehr der Menschen geben, dass sie in großer Ehrfurcht vor all dem, was lebt, in Ehrfurcht vor allen Lebewesen und auch vor der natürlichen Umwelt ihr Leben gestalten. Er sagt mal, das kleinste Lebewesen ist eine zärtliche Liebkosung des gütigen Vaters. Wenn ich daran denke, wenn mich nachts irgendeine Mücke umsucht und ich also auf jeden Fall versuche, die entweder ja, tatsächlich also mundtot zu machen. Bei Fliegen versuche ich sie zu fangen und aus dem Fenster zu werfen. Aber der Papst meint natürlich mehr, dass wir wirklich in allem immer zunächst einmal dieses Bild Gottes in allen Dingen, in den kleinsten Lebewesen oder auch, dass wir sie in allen Lebewesen entdecken, die ja Schmerz empfinden, die ja überhaupt etwas empfinden wie wir, dass wir da die Einheit sehen, mit der wir alle als Lebensgemeinschaft existieren und dass wir vor allen Dingen diese Ehrfurcht, die wir voreinander haben, das ist ja selbstverständlich, Respekt vor dem anderen Menschen, dass wir diesen Respekt auch vor allen Lebewesen, weil wir selbst Teil dieser Lebensgemeinschaft sind, heben. Das ist ein hoher Anspruch. Ich denke mal, wenn wir das vergleichen mit der Art und Weise, wie Tiere behandelt werden. Und wie wir die kleinen Hähnchen, die also einfach zerfleddert werden, dann noch mal nach Schwarzafrika schicken,
oder die Oliven aus Griechenland in den Senegal und die Tomaten aus dieses Tomatenmark aus Italien nach Mali. Und da also die heimische Wirtschaft, die Händler, die dort damit eigentlich ihr Leben fristen können, platt machen, dann denke ich, das meint der Papst, dass wir erstmal in Ehrfurcht vor den Lebewesen, vor den Dingen, ja, vor der natürlichen Umwelt unser eigenes Leben führen und ja, praktisch uns als Bewohner des gemeinsamen Hauses verstehen. Ich habe eben gesagt, internationale Organisationen machen Absprachen, gut. Die Staaten aber, das ist die Meinung des Papstes, sind nicht die ersten Adressaten, die diese Umkehr vollziehen, sondern es sind eher die zivilen Bewegungen. Die Zivilgesellschaft sieht ja als die treibende Kraft der Umweltbewegung an, auch in der Ehrfurcht vor der Umwelt. Die Staaten werden von den Machteliten, von den wirtschaftlichen Machteliten gleichsam gezählt. Wenn wir fragen, hat die Regierung eigentlich die Macht über die Autoindustrie? Hat sie die Kraft, diese angebliche Kernindustrie, die den Wohlstand der Bundesrepublik gewährleistet, im Zaum zu halten? Hat sie die Kraft, die Energiewirtschaft, die alles zentral organisieren will? Kann sie die bändigen? Hat sie die Kraft, die Agrarwirtschaft, das Agrobusiness und die Handelsketten so zu steuern, dass die nicht die Bevölkerung, als Ganze nicht, aber immer Teil der Bevölkerung, auch dass sie Schaden verursachen und dass sie sie möglicherweise auch nicht vergiften, aber jedenfalls zu ihrer Gesundheit nicht beitragen. Und nun als Ende, zum Schluss, was sagt der Papst, nachdem er also das Hohelied der internationalen Organisationen, Klimaschutzabkommen in Paris, nachdem er die Zivilgesellschaft ermutigt hat, was sagt er zur Wirtschaft? Die deutschen Wirtschaftsexperten haben dem Papst in seinem ersten Rundschreiben vorgeworfen, dass er keine Ahnung von Wirtschaft hat, dass er die Marktwirtschaft, vor allen Dingen die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, nicht schätzt, dass er das Gewinnmotiv oder die Steuerung der Wirtschaft durch Anreize, Gewinne zu machen, nicht ernst nimmt, dass er dass auch die moderne Arbeitswelt und den urbanen Lebensstil eigentlich verachtet oder jedenfalls missbilligt. Man kann natürlich sagen, dass er ja vielleicht in dem Anspruch, in diesem überzogenen Anspruch der Wirtschaft durch Wachstum, durch Technik, das Heil der Menschen zu sehen, dass er dem äußerst skeptisch gegenübersteht. Und dass diese Wirtschaft, wie er es in seinem ersten Rundschreiben gesagt hat, diese Wirtschaft tötet. Warum? Weil sie das Geld wie eine göttliche Macht ansieht und ihm eine göttliche Weihe verleiht, weil sie ausgrenzt und ausschließt und weil sie soziale Spannungen verursacht, die am Ende in militärische Konflikte hineintreiben. Dass eine solche Wirtschaft wirklich tötet. Und er hat das veranschaulicht an den Toten, die im Mittelmeer durch die europäische Flüchtlingspolitik sterben müssen. Insofern kann man natürlich fragen, hat er ein neutrales, nüchternes Verständnis für die Wirtschaft? Oder ist seine Naturmystik so überdreht und überzogen, überschwänglich, dass er die Bedeutung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht richtig und nicht entsprechend würdigt? Die Wirtschaftler werden sagen, warum spricht er sich gegen diese Nutzungsrechte aus, mit der CO2-Ausstoß eingedämmt werden kann?
Man kann natürlich sagen, ja, wenn das funktionieren würde, wäre es ja gut. Aber de facto funktioniert es nicht. Die Emissionszertifikate in Europa ist der Ausstoß von CO2 so billig, dass kein Unternehmen neue Techniken einsetzt, um gleichsam diese Emissionszertifikate dafür einzulösen. Oder wie sieht denn die Agrarwirtschaft? Man hat oft den Eindruck, dass er die kleinbäuerlichen Unternehmen schätzt in der dritten Welt. Aber ob sie in der Lage sind, die Ernährungsnotwendigkeiten der gesamten Welt auf längere Sicht hin zu bewältigen, das wird dann eben halt von den Agrarkonzernen in Frage gestellt. Man kann aber auch tatsächlich fragen, ob er die Aufmerksamkeit, die er dem sozialen Zusammenhalt und der natürlichen Umwelt widmet, ob er diese Aufmerksamkeit auch dem wirtschaftlichen System zuwendet. Und schließlich habe ich noch eine Anfrage. Seltsamerweise, der Papst zitiert oft den Sonnengesang des heiligen Franz. Sein ungeheuer positives Verhältnis zur Natur, meine ich, übersieht, wie gewalttätig die natürliche Umwelt auch sein kann. Tsunami, Erdbeben. Kinder, die ja kurz nach der Geburt sterben. Oder junge Leute, junge Menschen, die gerade ihre Partnerschaft gefunden haben, dass einer von ihnen stirbt. Durch einen Verkehrsunfall oder durch eine schwere Krankheit. Ist die Natur wirklich so etwas Göttliches? Oder ist da nicht etwas Unheimliches auch, was Gewalttätiges? Und seltsamerweise, zwei Strophen aus dem Sonnengesang des Franz, des heiligen Franz, zitiert er nicht. Nämlich, wo es um Krankheit geht und um den Tod. Da frage ich mich, das gehörte doch in eine Ökologie, in eine Humanökologie auch hinein. Dass wir das, was Krankenhausseelsorgerinnen und Krankenhausseelsorger täglich erleben, dass das gleichsam in die Naturbetrachtung, in die Betrachtung der natürlichen Umwelt, auch des gesellschaftlichen Zusammenhaltes hineingehört. Und die ungeheuren Leistungen der Medizin, das wird mal erwähnt, aber sie sind ja auch ein Teil der Wirtschaft, der, ja, könnte man sagen, des Nutzens, den technische und auch medizinische Erfindungen zum Wohl und zur Gesundheit der Menschen, auch der Tiere, beigetragen haben. Aber das sind jetzt nur mal so, würde ich mal sagen, Randfragen und Randbemerkungen, die das, was der Papst über die natürliche Umwelt, die bewahrende Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat, was Gott gut geschaffen hat, und auch über die wirtschaftlichen Leistungen, die wissenschaftlichen Leistungen gesagt hat, nicht in Frage stellen. Aber gut, ein ökosoziales Rundschreiben muss nicht alles behandeln. Aber ich denke schon, dass manche Kritik oder manche Einwände, die von Wirtschaftskreisen an dieses Laudato Si geäußert werden, zumindest mal erwähnenswert sind. Dankeschön.